eigene Funktionen in Power BI erstellen, das wäre doch mal richtig cool, ne? Es gibt zwar zahlreiche Funktionen, die es da schon in Power, die schon Power BI quasi mitbringt, aber eine eigene, das ist schon was Besonderes. Und hier will ich dir ein relativ einfaches, aber doch praktikables Beispiel vorstellen. Und zwar, ich habe eine Spalte Menge und ich habe den Einzelpreis und ich will jetzt einfach Menge mal Einzelpreis rechnen und dann auch immer mal 1,19, also die Mehrwertsteuer sofort draufrechnen. Natürlich ist das ein einfaches Ding, aber stell dir vor, irgendwann mal wird die Mehrwertsteuer geändert, dann hast du ein Problem, weil du in 20 Berechnungen, wie auch immer, diese 1,19 ändern musst. Und wenn du diese Technik jetzt anwendest aus diesem Video, dann musst du es nur einmal machen und überall wie von Zauberhand ändert sich das. Das heißt, du sparst wieder richtig Zeit in Power BI. Mein Name ist Damian Gutzkula und ich wünsche viel Spaß in dem Video und lass uns am besten hier gleich Gas geben und rein ins Video. Also wie schon angedroht, geht es heute um Funktionen, um individuelle Funktionen. Du kannst natürlich einerseits fertige verwenden, die Power BI zur Verfügung stellt. Du kannst ja aber auch eigene programmieren. Und programmieren hört sich immer so dramatisch an, aber keine Angst, es geht relativ einfach und zügig. Guck mal hier, da habe ich jetzt eine ausgedachte Firma mit irgendwelchen Umsätzen und da steht dann der Gesamtumsatz. Dieser Gesamtumsatz ist noch netto, das heißt, da ist ja noch keine Mehrwertsteuer enthalten. Und das wollen wir jetzt mal tatsächlich hier einfügen oder ändern. Und dafür wechsle ich jetzt mal hier in Power Query. Dafür klickst du hier auf den oberen Teil der Schaltfläche. Da bin ich jetzt schon drin und guck mal, hier sind wir und die sind in meiner Datenbasis und hier habe ich die Spalte Gesamtumsatz erzeugt. Ja, das machst du, indem du hier auf Spalte hinzufügen gehst und dann benutzerdefinierte Spalte hier einmal hier startest und ich zeige dir mal, wie die Formel da am Ende aussieht. Und zwar so sieht das aus, ich rechne hier Menge mal Einzelpreis und jetzt sagst du natürlich zu Recht, ja, dann mach doch da mal 0,19, dann bist du fertig. Ja, könnte man, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass es nur eine Spalte ist und nur eine Berechnung, dann ist das noch eine Sache, die noch machbar ist. Aber stell dir mal vor, ich mache das in jeder Abfrage, muss ich das einmal machen mit 19% und irgendwann mal kommt einer um die Ecke und ändert diese 19% oder diese 19% wird geändert in irgendeinen anderen Wert. Ja, dann habe ich ein Problem. Ja, das ist natürlich machbar, aber mit viel Arbeit zu tun. Deswegen machen wir das nicht und brechen das an der Stelle mal ab und jetzt müssen wir diese Funktion erzeugen. Ja, klingt dramatisch, keine Angst, es ist es nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist hier eine neue Abfrage erzeugen, eine leere Abfrage erzeugen. Guck mal da, zack, einmal draufgeklickt und schon sind wir drin und du siehst hier, diese Abfrage ist schon mal da. Und jetzt musst du in diesen, einmal auf Ansicht am besten klicken und dann in diesen erweiterten Editor wechseln. Du kannst natürlich hier vielleicht einmal aufmachen, aber du kannst hier erweiterter Editor und da steht schon, dass die Grundfunktionalität beziehungsweise ist schon hier bereitgestellt. Das heißt, es ist ein Funktionsaufbau sozusagen und du musst ja so vorstellen, hier in diesem Block machst du die Berechnung, also was passieren soll, was berechnet soll etc. Und hier unten drunter ist das, was zurückgegeben werden soll. Ja, weil eine Funktion muss einen Rückgabewert haben, ganz wichtig. Sonst dürfte sich das Ding nicht so nennen. Und da siehst du, es wird das Wort Quelle, das ist so eine Art Variable. Das heißt, hier wird der Wert am Ende gespeichert und hier wird er zurückgegeben an die Zelle oder beziehungsweise an die jeweilige Stelle, wo du es mehr oder weniger abrufst. Das heißt, hier müssen wir diese ganze Berechnung eintippen und jetzt könnte ich hier natürlich im Prinzip was Simples, zwei plus 2 rechnen, dann bekomme ich immer eine 4 zurück. Das macht mich aber nicht ganz so glücklich, ja, weil die Werte fest vorgegeben sind. Deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass ich irgendwie an diese Funktion diese Werte übergeben kann, weil ich muss ja Menge und Einzelpreis muss ich ja irgendwie an die Funktion rübergeben, damit die das mal multiplizieren kann und dann nochmal 1,19 und das wieder zurückgibt an die Zelle sozusagen. Und das machst du, indem du hier runde Klammer öffnest und dann
mit diesem Gleich und eine spitzen Klammer sozusagen sagst du jetzt, das ist diese runde Klammer, ist quasi die sozusagen der Start der Funktion, der inneren Funktion, und dann sagst du alles, was danach kommt. Ja, das ist die Berechnung, also alles, was nach diesen Spitzen gleich und spitze Klammer kommt, das ist das, was dann ausgeführt werden soll, was Grundlage der Berechnung ist. Und dann soll, wenn das Ergebnis fertig ist, zurück wieder übergeben werden, und zwar an das Wort, an die Variable Quelle. Ja, das heißt, auch hier könnte ich jetzt sagen 2 plus 2. Guck mal, dann hätte ich jetzt eine Funktion, ja, die würde hier reingehen, würde 2 plus 2 rechnen, würde das Ergebnis sozusagen indirekt hier zurückgeben und in der Variable Quelle speichern, und diese wird hier unten an die Zelle am Ende zurückgegeben. Das heißt, wir gewinnen nichts, immer noch nichts, weil wir immer 2 plus 2 rechnen, es ist immer eine 4, aber das wollen wir jetzt mal individualisieren. Und jetzt kannst du, wie du es vielleicht, wenn du schon mal programmiert hast oder in Ansätzen oder irgendwas gemacht hast, dann weißt du auch aus Excel, dass man innerhalb der runden Klammern Parameter an eine Funktion übergeben kann. Und unsere Parameter sind hier Menge, ja, das ist der erste. Und dann nach einem Komma übergibst du die mehrere, die weiteren restlichen Parameter. Und das ist hier Menge und Einzelpreis. So, das heißt, gleich können wir das hier die Menge übergeben und den Einzelpreis an die Funktion übergeben. Ja, und damit müssen wir natürlich oder können wir jetzt natürlich rechnen. Ja, das heißt, wir haben jetzt Variablen wieder, so quasi funktionsinterne Variablen definiert. Ja, das heißt, diese Menge und Einzelpreis gilt nur nach diesem Gleichspitze Klammer. Ja, das heißt, jetzt mache ich das hier und ich sage Menge. Ja, da siehst du schon, da schlägt das mir vor, diese Variable gibt es. Menge mal Einzelpreis, guck dir mal an, und dann mal 1,19. Jetzt wundert dich nicht, Komma geht nicht, das ist natürlich die englische oder amerikanische Schreibweise, da ist ja Komma und Punkt vertauscht, das heißt, mit Komma würdest du jetzt Befehlszeilen und so weiter trennen, aber es ist zweitrangig. Hier musst du statt ein Komma einen Punkt eingeben. So, das wäre es schon gewesen. Das heißt, du gibst hier die Menge rein und den Einzelpreis. Das machen wir gleich. Und dann übernimmt er das und rechnet Menge mal Einzelpreis. Und das Ganze am Ende immer mal 1,19. Und das ist das, was ich eigentlich will. Ja, das heißt, das ist unsere Aufgabe. Und das Ganze wird zu Schluss an Quelle, könnte man jetzt sagen, komm, das ist dann der Gesamtumsatz, steckt da hier drin. Das muss ich natürlich hier auch ändern. Umsatz. So, das wäre es gewesen. Das heißt, da ist es. Und so, wenn er dir hier unten anzeigt, es wurden keine Syntaxfehler erkannt. Gutes Zeichen, ne? Top. Und dann sage ich einfach fertig. So. Das heißt, die Funktion ist ist erstellt. Du siehst, es hat sich dieses Icon hier in fx geändert. Das heißt, damit kennzeichnest du, dass es eine Funktion ist. Ich würde mir das immer umbenennen und vielleicht mit einem fx Unterstrich und Umsatz benennen mit Enter. So, das heißt, ich habe es umbenannt. Und das ist meine individuelle Funktion. Die kannst du natürlich hier schon mal ausprobieren. Ja? Das heißt, wenn du jetzt sagst, hier 2 und 2, abrufen, dann berechnet er das schon, dann führt er das schon mal aus, und insgesamt 2 mal 2 mal 1,19 ergibt 4,76. Ja, das heißt, das ist gemacht, das funktioniert ohne Fehler, und jetzt kann ich diese Abfrage, die hier neu erzeugt worden ist, die kann ich jetzt hier mal wieder löschen, die brauche ich nicht, die wurde nur zu Testzwecken erzeugt, und guck mal, und da ist meine Funktion. Jetzt sagst du natürlich, wofür, wozu, jetzt wird ja noch nichts damit gemacht. Aber ich gehe jetzt mal zurück in die Abfragebasis, würde dann sagen Spalte, Benutzer definiert. Und da sage ich dann Gesamtumsatz 2, nennen wir das Ganze. Und hier kannst du jetzt sagen fx, guck mal, dann kennt er deine Funktion, das ist die nämlich von hier unten.
Ja, und dann sagst du hier Gesamtumsatz und jetzt machst du runde Klammer auf und dann will er jetzt von dir die Menge und wichtig, Komma, Einzelpreis und Klammer zu. Das heißt, du siehst FX Gesamtumsatz, runde Klammer auf, Menge. Ja, jetzt ganz wichtig, nicht mal, so, weil du rechnest ja hier nicht wirklich an dieser Stelle, sondern du übergibst ja die Werte, Menge, Komma, Einzelpreis. Das heißt, du übergibst einzelne Parameter an die Funktion. Ja, und wenn ich das mit OK bestätige, guck mal, 100, 160, 190,40 €, 160, guck mal, 190. Also das heißt, er hat hier die Umsatz, die Mehrwertsteuer gleich drauf addiert. Was bedeutet das? Also nochmal merken, ich führe hier die Funktion aus. Ja, das ist jetzt eine andere Darstellung. Die Funktion wird gestartet, dann schickt Power BI zum Beispiel bei den ersten, nimmt sich die 4, nimmt sich die 40, geht in die Funktion rein. Hier übergibt er die 4, da die 40 ist quasi dann zwischengespeichert in der Variable. Dann wird der Wert hier ersetzt sozusagen. Das heißt, hier wird statt Menge steht dann 4 mal 40 und das Ganze wird am Ende immer mal 1,9 mal 1,19 multipliziert. Und das, was hier rauskommt, wird an Gesamtumsatz, an die Variable hier zurückgegeben. Und das gibt die Funktion fx-Gesamtumsatz an die jeweilige Zelle, an die Stelle wieder zurück. Und dann haben wir die Berechnung fix und fertig. Ja, das Geniale dabei ist, dass du irgendwann mal, du könntest jetzt diese Funktion, könntest jetzt in diese Abfrage reingehen, in diese Abfrage, in jede einzelne, guck mal, da müsste man noch nachbessern, der Pfad stimmt nicht. Guck mal, hier könntest du in jedes reingehen und überall diese Funktion fx Gesamtumsatz verwenden. Und wenn irgendwann mal eine um die Ecke kommt und sagt, nee, nicht mehr 1,19, sondern 1, was weiß ich, 2,0, ja, dann änderst du es an dieser Stelle, klickst auf Fertig und in dem Moment wird im Hintergrund werden alle Werte neu berechnet mit 1,20. Das heißt, so eine Funktion, auch wenn sie so klein ist wie diese, macht natürlich viel, viel Sinn, weil du dann natürlich dir Zeit oder Arbeit sparst, weil du ja nicht mehr neu von vorne und immer wieder alle Werte manuell ändern musst. Das kannst du natürlich für Rabatte, für irgendwelche Provisionswerte etc. Anwenden und somit deine Daten noch etwas besser und individueller halten und du musst nicht so viel zum Schluss nachbessern. Ja, ich wünsche dir viel Spaß damit, mit Funktion erstellen und probier es gleich am besten aus. In dem Sinne, viel Spaß und tschö.